Herzlich willkommen zu unserem ersten Monatsupdate. Unser letztes Video zum aktuellen Stand der AKX kam ja sehr gut bei euch an. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch gerne öfters einen Einblick geben möchten, wie gerade der aktuelle Stand ist und euch auch so ein bisschen zeigen wollen, was hier in der Werkstatt abläuft und wie man so ein Flugzeug baut. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bei der AKX handelt es sich ja um ein relativ serienfernes Flugzeug, was bedeutet, dass wir auch die Haube nicht von einem Serienflugzeug übernehmen können, sondern selbst anfertigen müssen. Die Haubenform selbst existiert nicht eigenständig, sondern ist abgeleitet von unserem Rumpf positiv. Da wurde ein Teil abgetragen und dann jetzt wieder aufgespachtelt. Denn das nächste nach dem erfolgreichen Einschleifen vom Spachtel ist dann das Aufspritzen von einem Füller. Das ist im Prinzip ein Lack, der sich in hoher Schichtdicke aufspritzen lässt und der hinterher gut schleifbar ist. Diese Füllerschicht wird dann bis mit sehr feinen Körnungen geschliffen, bis sich eine wirklich extrem glatte Oberfläche ergibt, die uns später dann eine Haube mit optimaler Sicht ermöglicht. Die Haube selbst werden wir nicht bei uns fertigen, sondern mit einem Industriepartner. Dazu gibt es vielleicht später noch eine weitere Folge. Für das hintere Fahrwerk sind jetzt alle Frästeile und die Rohre abgelenkt und fertig. Der nächste Schritt ist jetzt der Schweißvorgang, also das Schweißen aller Einzelteile zu den Gesamtbauteilen. Dafür brauchen wir Schweißgestelle, mit denen man die Einzelkomponenten ganz genau positionieren kann, damit die beim Schweißvorgang nicht verrutschen können. Parallel sind beim vorderen Fahrwerk auch schon die ersten Frästeile in die Fertigung gegeben worden und da geht es dann auch bald weiter. Wir stehen hier beim sogenannten Flügelholm. Der Holm ist das haupttragende Teil eines jeden Flugzeuges. Er hat die Aufgabe, die Hauptbiegelasten des Flügels aufzunehmen und gleichzeitig also das Gewicht des Rumpfes eben zu tragen. Das ist folgendermaßen aufgebaut. Das ist im Prinzip recht ähnlich wie ein Stahlträger, der auch im Gebäudebau zum Beispiel verwendet werden würde. Man hat Gurte auf beiden Seiten, also auf der Ober- und Unterseite, möglichst weit voneinander entfernt. Diese nehmen Zug- bzw. Drucklasten auf und dazwischen habe ich den Holmsteg und der ist dafür da, um den Schub zwischen den beiden Gurten aufzunehmen. Normalerweise werden diese Holme, insbesondere die Gurte, mit sogenannten HTA-Fasern gebaut. Die sind auf besonders hohe spezifische Festigkeit ausgelegt, sprich möglichst viel Kraft aufnehmen können mit möglichst geringem Gewicht. Bei der AKX ist das ein kleines bisschen anders. Wir haben sogenannte Hochmodulfasern. Die sind besonders steif. Das bedeutet, bei einer gegebenen Kraft soll sich das Bauteil möglichst wenig verformen. Und das ist bei der AKX so wichtig, weil durch die Geometrie des zurückgepfeilten Flügels kriegen wir sonst Probleme mit dem Flattern. Flattern ist ein unangenehmer Flugzustand, der bei hohen Geschwindigkeiten auftreten kann, wo die Flügel in der Eigenschwingung kommen und im schlimmsten Fall das Flugzeug sich selber zerstören kann. Deshalb ist bei uns der Holm auch im Vergleich zu normalen Segelflugzeugen sehr massiv gebaut, genau eben durch diese Steifigkeitsproblematik. Für die Gurte ziehen wir zuerst einzelne Faserstränge und legen die in die Form. Das ist auch schon vor ein paar Monaten abgeschlossen. Und dann werden die einzelnen Gurte mit einem provisorischen Sperrholzsteg, der speziell für die Luftfahrt ist, verklebt. Und damit haben wir dann schon mal einen Aufbau, der stabil genug ist, dass man ihn frei handeln kann, dass er nicht in der Form liegen muss. Das gibt uns den Vorteil, dass wir dann außerhalb daran weiterarbeiten können und die Schubbelegung aus Kohlefaser reinlegen können. Beim Verkleben der Gurte mit dem Holzsteg kommt auch wieder ein Luftfahrtharz zum Einsatz. Da wir das aber blind machen müssen, weil die Formen dafür aufeinander liegen, sieht man leider nicht oder kann das Harz, was sich abdrückt beim Verkleben, nicht nachbearbeiten. Sprich, das hat eine sehr unschöne Form und
hat keine Form, auf die man später aufbauen kann. Deshalb muss man relativ aufwendig das nacharbeiten. Man muss das schleifen mit Werkzeugen und von Hand, um einen schönen Radius zu kriegen, auf dem man dann später das Gewebe der Schubbelegung legen kann, damit eben auch die Lasteinleitung möglichst gut läuft. Das ist jetzt in den letzten Tagen passiert. Dann ist außerdem noch passiert, dass wir angefangen haben, die Schubbelegung zu legen. Das läuft jetzt auch noch weiter und dann hoffentlich in ein paar Wochen das Ganze infiltrieren können. Diese Schubbelegung, die wird trockengelegt, also die trockenen Gewebelagen, die werden alle reingelegt und dann werden wir in den kommenden Wochen einen Vakuumaufbau um den Holm machen und das Harz in einem Infiltrationsverfahren tränken. Dabei wird das Harz sozusagen in das Gewebe reingesogen. Vorbereitend für das Legen von dem Gewebe der Schubbelegung ist es sehr, sehr wichtig, dass alle Flächen, mit denen später verklebt wird, sauber sind. Also sie müssen fettfrei sein und die Oberfläche muss rau sein. Das heißt, es wird alles nochmal angeschliffen. Ja, genau, das ist allgemein eben im Flugzeugbau sehr, sehr wichtig, dass wir keine Verunreinigungen in unseren Klebeflächen haben, damit wir sicher gehen können, dass die Materialien auch das tragen, was sie können. Ja, wir haben ja vor einiger Zeit den Winglet-Bruchversuch erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist auch das Video dazu nochmal verlinkt. Jetzt geht es eben weiter mit dem Bau der fliegenden Teile. Bisher haben ja schon die Schalen existiert, die quasi die Außenhaut darstellen. Was noch fehlt, sind die Einbauteile. Und die werden wir in einem etwas unkonventionellen Verfahren bauen. Und zwar werden da die Schalen geschlossen und das ganze Winglet ausgeschäumt, sodass man am Ende einen Schaumkern bekommt, der perfekt in die Schalen reinpasst, aus dem dann die Formen für die Einbauteile gebaut werden können. Damit die Schalen am Ende auch eine sehr scharfe Endleiste haben, also quasi Hinterkante vom Flügel wirklich sauber zuläuft, haben wir jetzt relativ viel geschliffen an den Schalen. Ich arbeite aktuell an der Hohlwelle. Das ist ein Schnittpunkt der Haupt- und der Nebensteuerung bei uns. Und da bin ich gerade dabei, die ersten fliegenden Teile mit weiteren Drehteilen zu ergänzen und zusätzlich noch mit Mockup-Teilen vom 3D-Drucker das Ganze zusammenzubauen, damit Lagerböcke zum Beispiel im Rumpf eingebaut werden können. Und nebenher werden auch andere Teile weiter gefräst. Einige von euch haben bestimmt schon unser Trudelvideo vom Modell gesehen. Wenn nicht, könnt ihr das gerne nachholen. Aber andere haben sich vielleicht auch gefragt, was wir damit überhaupt machen wollen. Das wäre zum einen, das Trudelverhalten zu erforschen, da das ja ein relativ beispielloses Flugzeugkonzept ist, möchten wir eben testen, wie sich das im Trudelfall verhält. Also wie kommen wir da wieder raus und wie schnell dreht sich das und generell den Eindruck, was man da später vielleicht erwarten könnte. Und wir nehmen auch die Daten, die wir bei den Flügen auswerten und bestimmen damit manche Kennwerte, wie zum Beispiel den Neutralpunkt des Flugzeugs, um das Ganze einfach ein bisschen besser zu verstehen. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir dieses Format ausprobieren und würden uns deshalb auch mega freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, dann wird das natürlich ins nächste Video einfließen. Ansonsten, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr die zukünftigen monatlichen Updates nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal.